Wie wir alle wissen, findet die NFL in der USA statt. Und die meisten Spieler in der NFL kommen auch aus der USA. Aber wie wir alle wissen, gibt es auch Spieler, die nicht aus der USA kommen. Aber auch diese kommen meistens durchs College in die NFL. Genauso wie dieser junge koreanische Kicker. Wang Hae-koo wurde am 3. August 1994 in Seoul, Südkorea geboren. Als er noch in Korea lebte, spielte er schon alle Sportarten, die für ihn möglich waren, so wie Fußball oder Basketball. Also hat er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nie ein Football gesehen. Aber durch Sportarten wie Fußball baute er sich dort schon seine Kicking-Skills auf. Doch als er in die 4. Klasse ging, ging seine Mutter in die USA, um dort Krankenschwester zu werden. Und als sie sich dann 2 Jahre später so langsam eingefunden hat, holte sie Wang Hae auch in die USA. Und weil er in Korea kein Englisch lernte, beziehungsweise wahrscheinlich nicht viel Englisch lernte, war seine erste Zeit wahrscheinlich nicht gerade leicht. So, und vielleicht kennen einige von euch das ja auch. Wenn man irgendwo neu ist, ist man immer erstmal der Außenseiter. Und jetzt stell dir noch zusätzlich vor, du sprichst kaum, beziehungsweise vielleicht sogar gar kein Wort von dieser Sprache in dem neuen Land, in dem du jetzt lebst. Aber, wie wir alle wissen, kann gerade Sport Menschen zusammenführen. Er beeindruckte seine Klassenkameraden unter anderem mit seinen Fußballskills oder dort Soccer-Skills. Aber da Fußball dort nicht so groß ist wie hier, wollten seine Klassenkameraden, dass er auch mal den American Football kickt. Also kickte er mit 12 Jahren wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben einen richtigen Football. Oder einen American Football. Einen in den USA richtigen Football. Und nachdem er seine Klassenkameraden damit beeindruckte, wollten sie ihm unbedingt irgendwie dabei helfen, ins Footballteam zu kommen. Und so wurde er auch ins Footballteam aufgenommen. Ein Junge aus Korea, der nie wirklich Football gespielt hat, hat jetzt aber einen Platz im Team. Aber da auch seine Eltern diesen Sport nicht wirklich kannten oder kennen, wussten sie nicht so wirklich, was sie davon halten sollen. Also musste der Coach seinen Eltern erzählen, was dieses Spiel denn eigentlich ist und was er in diesem Team machen soll. Und natürlich auch, was das eventuell in der Zukunft für die komplette Familie von ihm bringen könnte. Aber eigentlich wollte Ko Fußball spielen. Aber da sich das beide irgendwie überlappte, musste er sich für eins entscheiden. Und da Fußball zu dem Zeitpunkt in Amerika auch noch nicht so groß war, überredete sein Coach ihm unter anderem dazu, doch ins Footballteam zu kommen. Und natürlich erklärte der Coach ihm auch, dass er mit Football ein Scholarship für ein College bekommen kann. Für ein gutes College. Er verbesserte sich ständig in der Highschool. Aber es ging nicht nur um Football. Und es ging auch nicht nur um die englische Sprache. Sondern es war eine komplett andere Kultur in diesem Land als in Korea. Und nach seiner Senior Season wurde Yang Wei sogar der MVP seines Highschool-Teams. Dort spielte er nicht nur die Kicker-Position, sondern auch die Cornerback-Position, wo er unter anderem 6 Interceptions hatte. Also in seiner Senior Season. Und laut seinem ehemaligen Highschool-Coach war er auch der beste Right Receiver in dem Team. Aber das waren nie die Gründe, warum er dann fürs College genommen wurde. Oder warum sich das College für ihn interessierte. Beziehungsweise Teams der Colleges. Ihnen ist am meisten aufgefallen, was für ein unglaublicher Kicker er ist. Also committete er, beziehungsweise ging dann zum College nach Georgia Southern. Und sein ehemaliger College-Coach kam nach einem Highschool-Spiel von ihm zu ihm, um ihn persönlich einzuladen. Und in seiner Zeit wurde sein College sogar ein Division 1 Team. Was genau das bedeutet, kommen wir irgendwann nochmal zu. Das erste Mal richtig bekannt wurde er dann durch das hier. There you go. Yeah, but you gotta have it. Ein Clip, der im Internet quasi viral ging. In seinem Junior Year verwandelte er 28 von 28 Extrapunkten. Und zusätzlich 7-9 in Field Goals. Also er machte 7-9 extra Field Goals. Und in seinem Senior Year verbessert er sich nochmal. Er verpasst nur einen extra Punkt und nur einen Field Goal. Wo sein längster Kick unter anderem ein 53-Yard-Kick war. Außerdem setzte er dann noch einen Schulrekord, dafür, dass er 88% seiner Punkte trifft. Nach seinem College wurde Yang Wei nicht gedraftet. Aber er wurde von den Los Angeles Chargers unter Vertrag genommen.
Damit war er erst der vierte Koreaner in der NFL. Nach der Preseason wurde er sogar zum Starting Kicker. Und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, hat Young Wei sehr viel Momentum gehabt, die ganze Zeit über. Und jetzt so langsam begann es dann das erste Mal ein bisschen aufzuhören. In einem Spiel hätte er das Game-Winning Field Goal machen können, also die 3 Punkte, um das Spiel noch zu gewinnen. Aber das gegnerische Team callte ein Timeout und freezte damit den Kicker. Also musste er nochmal kicken. Und er traf nicht, weil dieser geblockt wurde. Und damit haben die Chargers verloren. Also war es nicht mal seine Schuld. Aber da das Field Goal nicht verwandelt wurde, ging natürlich die ganze Schuldzuweisung zu ihm. Und dann die Woche darauf, genau dieselbe Situation. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Es ist das Game-Winning Field Goal, was er machen könnte. Und ja, keine Ahnung, ob das von der Woche davor immer noch in seinem Kopf war, aber er hat nicht getroffen. Und die Chargers verloren. Die Wochen darauf lief es eigentlich ganz gut für ihn, aber dadurch, dass die Chargers jetzt 0-4 waren, musste ein Sündenbock gefunden werden. Also wurde der junge Kicker mit sehr viel Potenzial aus Korea entlassen. So, und nur mal kurz, er wurde 2017 entlassen. Und es dauerte bis 2019, bis er seine nächste Chance bekam. Und das nicht mal in der NFL, sondern in der AAF. Er unterschrieb bei den Atlanta Legends, in einer Liga, die gar nicht mehr existiert. Aber er machte alle seine Punkte und alle seine Field Goals. Also machte er wieder etwas auf sich aufmerksam. Und nochmal zur kurzen Nebeninfo, die AAF oder AAF war eine Nebenliga der NFL oder eine Zusatzliga von einer anderen Firma, von anderen Menschen, die es aber nicht mal geschafft hat, bis zum Ende der Saison zu kommen. Trotzdem wurden Teams aus der NFL wieder auf ihn aufmerksam. In 2019 unterschrieb er dann bei den New England Patriots für das Practice Squad, wo auch unter anderem ein Moritz Böhringer und andere Spieler aus Pathways-Programms sind. Nicht bei den Patriots jetzt speziell, aber bei anderen Teams. Was ihm seine nächste Chance einbrachte. Nachdem der Atlanta Falcons Kicker nicht regelmäßig traf, beziehungsweise immer wieder nicht mehr traf, holten sie sich Young Wei Koh. In seinem ersten Spiel für die Falcons verwandelte er alle seine Field Goals. Und natürlich machte er auch alle Extrapunkte. Und später, in derselben Saison, zeigte er dann nochmal wieder seine Kicking Skills. Wo er in einem Spiel 3 Onside Kicks verwandelt, richtig hinbekommt, die recovered werden vom eigenen Spieler oder was auch immer. Und 3 Onside-Kicks in einem Spiel gab es vorher noch nie, das ist ein Rekord. Gerne auf YouTube anschauen. Und über den Rest der Saison zeigte er dann, dass er wahrscheinlich schon seit 2017 in der Liga hätte sein sollen und wohl auch noch lange in dieser Liga bleibt. Young Wei Koh ist wahrscheinlich einer der besten Kicker, die aktuell in der NFL kicken. Und er zeigt, dass man niemals aufgeben sollte. Außerdem zeigte er, dass es egal ist, wo du herkommst, dass du alles schaffen kannst, wenn du dir nur den richtigen Mindset dazu setzt. Er musste sich immer wieder beweisen, aber das tat er auch. Das war die bisherige Geschichte von Young Wei Koh. Ich hoffe, seine Geschichte geht noch lang weiter. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.